Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um das Thema mobiler Workflow geht. Mobiler Workflow, warum, weshalb, weswegen? Ja, manchmal ist es einfach so unterwegs, wenn ich auf Reisen bin, dann möchte ich mal schnell jemanden ein Foto rübersenden, zum Beispiel per AirDrop oder WhatsApp, oder aber ich möchte direkt mal in der Insta-Story posten. Und das ist natürlich ein Problem, denn ich fotografiere mit meinen Olympus OMD-Kameras ausschließlich im RAW-Format. Und jetzt muss man irgendwie an das Bild, was da drauf ist, auf der Speicherkarte kommen, um es hier rauf zu bringen und dann irgendwie an jemanden weiterzureichen. Und wie ich das Ganze mache und wie das Ganze geht und wie auch du, selbst wenn du keine Olympus-Kamera hast, davon profitieren kannst, all das erzähle ich dir nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, mobiler Workflow sicherlich eines der spannendsten Themen überhaupt für die Fotografie von heute, denn es geht natürlich unfassbar schnell. Du möchtest vielleicht mit deiner ordentlichen Kamera, mit einer Spiegelreflex oder einer Systemkamera Fotos machen und trotzdem sehr schnell posten, so schnell, als hättest du sie mit deinem iPhone oder deinem Android-Phone gemacht. Und das Ganze bedeutet ein klein wenig mehr Aufwand. Dafür hast du im Zweifel aber natürlich auch bessere Einstellmöglichkeiten und die besseren Fotos. Unter dem Smalltalk-Montag, in dem ich von der Venedig-Fotoreise berichtet habe, vom Karneval, habe ich gefragt, ob ihr da draußen Bock darauf habt, meinen mobilen Workflow zu sehen. Und viele von euch haben geschrieben, ja, das möchten wir. Und deswegen stehe ich jetzt hier und versuche euch zu zeigen, wie ich damit umgehe, wenn ich vor Ort mal schnell ein Foto brauche. Vor Ort mal schnell ein Foto brauchen, warum sollte das überhaupt vorkommen? Da gibt es verschiedene Gründe. Manchmal möchte ich vor Ort drucken. Zum Thema Drucken mit dem Canon Selfie gibt es hier auf dem Kanal auch ein Video. Schau dir super gerne an. Ich drucke halt immer mal wieder vor Ort Fotos, um jemanden direkt ein Papierbild in die Hand drücken zu können. Manchmal möchte ich aber auch meinem Social Media Beauftragten einfach per iCloud Share ein Foto zukommen lassen, damit er es in den Insta-Feed posten kann. Manchmal möchte ich selber in die Insta-Story von vor Ort posten. Oder aber ich möchte jemanden per AirDrop oder per WhatsApp vor Ort ein Foto zukommen lassen. All das geht natürlich nur, wenn ich das Foto irgendwie hier drauf bekomme. Und wie das Ganze geht und warum ich das tue, möchte ich dir jetzt in diesem Video hier erklären. Als erstes muss man vielleicht sagen, ich fotografiere mit Olympus OMD-Kameras und diese Kameras benutze ich so, dass ich nur im RAW-Format fotografiere. Das heißt, ich habe standardmäßig gar kein JPEG auf der Karte. Die gute Nachricht für alle Olympus-User ist, ihr könnt mit der dazugehörigen App, der IOShare, auch die RAW-Format-Bilder runterladen. Das tue ich aus einem ganz bestimmten Grund nicht, denn wie gesagt, ich möchte diese Bilder manchmal per iCloud-Album teilen. Und gleichzeitig möchte ich sie nicht in Lightroom bearbeiten. Natürlich wäre Lightroom Mobile eine naheliegende Software, um die Bilder zu bearbeiten. Ich selber nehme aber vor Ort viel lieber Snapseed. Denn in Snapseed geht meiner Meinung nach vielleicht nicht ganz so detailliert etwas wie in Lightroom Mobile. Dafür unfassbar schnell. Vielleicht auch so ein bisschen quick and dirty, aber für das, wofür ich es verwende, nämlich um es hier auf dem Smartphone zu benutzen, dafür reicht es allemal und da bin ich sehr, sehr schnell mit und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir hier jetzt. Als erstes muss man vielleicht sagen, wenn du hier ein Bild ausgewählt hast, ich habe hier mal eins aus Georgien genommen, dann ist das jetzt im Moment nur das RAW-Format. Jetzt musst du der Kamera sagen, mach ein JPEG da drauf. Das geht bei den Olympus-Kameras über die OK-Taste. Wenn du die OK-Taste drückst, fragt dich die Kamera, ob du das RAW bearbeiten möchtest. Das bestätige ich mit der OK-Taste. Und jetzt kannst du hier verschiedene Dinge wählen. Artfilter Bracketing bedeutet, die Kamera schreibt JPEGs mit allen Artfiltern zusätzlich zu dem RAW auf deine Karte. Hier kannst du das Bild mit dem aktuellen eingestellten Bildstil bearbeiten. Und hier kannst du noch zwei Anwenderbildstile auswählen. Das machen wir jetzt mal, damit du siehst, was sich dahinter verbirgt. Hier kannst du sagen, wie groß dein JPEG wird. Und gleichzeitig hier, in welchem Bildstil das Ganze passieren soll. Sagen wir mal hier im Moment, wir nehmen Vivid. So. Jetzt hat sie das bearbeitet. Jetzt fragt sie, ob sie das Bild, ob sie das RAW bearbeiten soll. Das bestätige ich mit Ja. Und ich möchte das Ganze nicht zurücksetzen, drücke also jetzt hier Nein. Jetzt habe ich neben dem RAW dasselbe Bild als JPEG auf der Karte. Um daran zu kommen, drücke ich hier oben die WLAN-Taste und entsperre mein iPhone, denn jetzt ist das WLAN an der Kamera aktiv und an meinem iPhone kann die gesamte Geschichte weitergehen.
In den iPhone-Einstellungen muss ich jetzt erstmal der Kamera sagen, sie möchte sich bitte mit dem Smartphone verbinden. Im Moment ist sie hier mit unserem WLAN im Studio verbunden. Wenn du unterwegs bist und in keinem anderen WLAN bist, dann verbindet sie sich sofort und automatisch mit deiner Kamera. Und wenn du erstmalig das Passwort eingegeben hast, musst du es nie wieder eingeben. Das hat sich natürlich das Telefon gemerkt und verbindet sich dann automatisch. Jetzt öffnen wir hier OI Share. So, zack. Und sagen Fotos importieren. Und dann sehen wir hier oben ist das Bild. Und mit einem Druck auf die Taste hier unten zum Speichern kannst du das Foto importieren. Jetzt braucht es einen kleinen Moment. Die Kamera, wir haben hier eine EM1 Mark II, ist beim Import am Smartphone nicht ganz so schnell wie die EM5 Mark III und auch die EM1 Mark III, denn die EM1 Mark III und auch die EM5 Mark III benutzen parallel zum WLAN auch noch Bluetooth. Die EM1 Mark II benutzt ausschließlich das WLAN-Netz, das heißt, es dauert einen kleinen Moment, bis das Bild hochgeladen ist. Das Schöne ist aber, es landet sofort bei mir auf dem iPhone in der Camera Roll, das heißt in dem ganz normalen Fotoalbum, in der Fotos-App. Und dort soll es auch sein, denn von da möchte ich es eben unter Umständen in ein geteiltes Album schnell rüber droppen. Oder aber, das Schöne ist, meine Fotos-App ist mit einem iCloud-Backup versehen. Das heißt, jetzt wo es hochgeladen ist, ist es gleichzeitig auch in der Cloud und damit auch auf meinem MacBook und auf dem iPad verfügbar. So, jetzt ist es hier also unter Fotos gelandet und das Bild ist da. Jetzt öffne ich an meinem Smartphone Snapseed. Snapseed ist meine, wie vorhin schon mal erwähnt, bevorzugte Bearbeitungs-App. Da sage ich jetzt die letzt verwendeten Fotos. Jetzt lädt Snapseed das Bild hier ein. Und das Schöne an Snapseed ist, dass du hier unten drei Möglichkeiten hast. Du hast entweder die Möglichkeit, die Looks zu wählen. Da kann Snapseed unterschiedliche Filter über dein Bild drüberlegen, auch Schwarz-Weiß-Filter. Du kannst den Button Tools wählen oder du kannst den Button Exportieren wählen, um das Bild, wenn es fertig bearbeitet ist, zu exportieren. Wir gucken erstmal auf die Looks. Wenn du jetzt auf einen Look draufgeklickt hast, dann gibt es hier unten die Möglichkeit, den Look zu bestätigen oder rückgängig zu machen. Oft ist bei den Looks was dabei, was schon ganz gut ist und ganz gut kommt, sage ich mal. Jetzt hier vielleicht so der Bright Look würde vielleicht schon gar nicht so schlecht aussehen, um das jetzt vor Ort schnell zu teilen. Aber wir gucken uns nochmal hier in den Tools etwas an. In den Tools gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Wenn wir da mal gemeinsam drauf gucken, dann siehst du, dass es Dinge gibt wie Feinabstimmung, Details, Kurven und so weiter. Wir machen kein begleitetes Vorlesen, du kannst es selber lesen. Aber ganz besonders die Feinabstimmung würde ich dir ganz dringend empfehlen. Wenn du die anwählst und mit dem Finger hoch und runter wischst auf deinem Bildschirm, dann kannst du hier unterschiedliche Einstellmöglichkeiten erreichen. Also beispielsweise Wärme für den Weißabgleich. Und oben im Display siehst du auch gleichzeitig den Balken, wie weit du das Ganze verstellt hast. Sehr schön ist auch Ambience. Damit kann man nämlich erstens so was Ähnliches wie Dynamik in Lightroom machen, gleichzeitig aber auch die Schatten ein kleines bisschen mit aufhellen. Wenn du nur die Schatten aufhellen willst, gibt es den Regler Schatten. Ja, du siehst hier schon, es gibt hier unfassbar viele Möglichkeiten, um das Bild zu bearbeiten und damit zu verändern. Und das reicht mir meistens hier, um dann schnell eine Kopie zu speichern. Ich speichere also in der Regel eine Kopie und speichere nicht über das Original drüber, denn das Original liegt ja, wie gesagt, bei mir im iCloud Backup und da hätte ich vielleicht hinterher nochmal Zugriff ganz gerne auf das Original. Sage Kopie speichern und jetzt macht Snapseed die Dinge darüber und speichert das Ganze in der Camera Roll ab. Und jetzt haben wir hier beide bearbeiteten Fotos in der Camera Roll, was ich sehr, sehr schön finde. Du hast also gesehen, das ist alles gar kein Hexenwerk, sondern es geht sehr, sehr schnell und mein Workflow ist da auch innerhalb von normalerweise, ich sag mal, einer guten Minute. Bin ich fertig mit allem drum und dran, wenn ich es nicht parallel erkläre und wenn alles smooth läuft. Und schon kann ich das Bild dahin verteilen, wo es hin soll und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und vor allem denen, die vor Ort fotografiert worden sind auch, denn die rechnen ja auch nicht damit, dass sie das Foto in dieser Geschwindigkeit bekommen. Wenn du weitere Tipps hast zum mobilen Workflow, wenn du den anders benutzt, wenn du Ergänzungen hast, schreib super gerne hier unten in die Kommentare. Wenn es dir geholfen haben sollte, gib sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und ich würde mich freuen, wenn du davon berichtest, wie du mit diesen Tipps zurechtgekommen bist. Wie gesagt, das Einzige, was du rausfinden musst, ist an deiner Kamera, wie bekommst du das JPEG der Kamera auf dein Smartphone und dann läuft der ganze Rest von ganz alleine. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Hab eine schöne Restwoche und dann immer schön dran denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder.